von den 4 Tablet-Pad-Lösungen, die wir hier auf der CeBIT dieses Jahr präsentieren, ist der eSlate die kraftvollste Variante. Er sticht nicht nur hervor durch seine Diagonale, ich habe hier eine Diagonale von 12,1 Zoll, sondern auch über das Betriebssystem. Ich habe ein Windows 7 Home Premium Betriebssystem auf diesem Gerät installiert. Was nicht auf den ersten Blick ins Auge fällt, ist die Leistung. Ich habe hier eine wirkliche Notebook-Leistung, einen Intel Core i5 Prozessor, der wirklich ja, satte und kraftvolle Notebook-Leistung mit sich bringt. Das Gerät wird mit 4 GB Arbeitsspeicher angeboten daherkommen und wird über eine 64 GB SSD-Platte verfügen. Das ist da, also da auch für reichlich Kraft auf der einen Seite, aber auch für reichlich Speicherplatz auf der anderen Seite gesorgt ist. Das Gerät kommt auch daher mit einer entsprechenden Lederhülle, die einerseits zum Transport und zum Schutz gedacht ist, wo ich das Gerät dann drin habe. Auf der anderen Seite dient mir diese Lederhülle aber auch dazu, dass ich das Gerät über diese ausklappbaren Füßchen jederzeit in eine Position bringen kann, wo ich drauf arbeiten kann. Und wenn ich nicht auf die Touch-Oberfläche zurückgreifen möchte, sondern wenn ich auch produktiv arbeiten möchte, dann kommt diese Tastatur ins Spiel, die ich per Bluetooth mit dem Gerät verbinde. Die ist im Lieferumfang enthalten. Und dann kann ich wirklich auch produktiv arbeiten. Ja, das ist also eins der neuen Pad-Devices, die wir hier auf der CeBIT dieses Jahr vorstellen, von in Summe 4. Das hier einer, und zwar ist das iPad Slider. Warum Slider? Und zwar habe ich hier eine Tastatur, die sich in dem Gerät sozusagen verbirgt. Ich kann die Oberfläche, den Bildschirm herunterklappen. Dann habe ich wirklich den reinen Pad-Modus über die Touchscreen und kann auf der anderen Seite aber auch, wenn ich längere Texte schreiben möchte, das ganz einfach mit einem relativ einfachen Handgriff nach oben klappen. Und dann habe ich hier unten eine Tastatur, die die Eingabe und das Schreiben wirklich deutlich, deutlich einfacher macht. Generell zu dem Gerät, ich habe hier eine Diagonale, die 10,1 Zoll misst. Ich habe ein kapazitives Touch-Display, dass ich wirklich hier per Fingertipp die entsprechenden Optionen starten kann. Es ist ein Tegra 2 Prozessor integriert und die Oberfläche ist eine Android 3.0 Oberfläche, also das Android, was ja schon auf den Gebrauch bei Tablets oder für Tablets optimiert ist und darauf ausgerichtet ist. Hier unten haben wir den Home-Button entsprechend, hier komme ich zurück. Ganz einfach mit einem Fingerzeig zu sliden. Worauf wir sehr, sehr viel Wert gelegt haben, ist neben den gerade beschriebenen Eigenschaften, dass ich auch eine gewisse Anschlussvielfalt habe. Das heißt, ich habe hier in dem Gerät verschiedene Schnittstellen. Ich habe Cardreader, ich habe hier entsprechende Steuerungsmöglichkeiten, habe hier auch eine USB-Schnittstelle, sodass ich wirklich auch Content auf das Gerät bringen kann. Und darüber hinaus habe ich auch einen HDMI-Eingang, sodass ich von dem Gerät Daten auch per HDMI auf meinen Fernseher oder auf Monitore zum Beispiel übertragen kann. Wenn ich mir so vorstelle, das Gerät vor mir stehen habe, über diese Slider-Funktion habe ich dann auch einen sehr guten Betrachtungswinkel auf das Display. Für Videoconferencing oder zum Chatten habe ich hier eine Kamera integriert. Daneben habe ich dann auch auf der Rückseite noch eine Kamera. Die vordere hat 1,2 und die hintere, die rückwärtige 5 Millionen Pixel, sodass ich da auch wirklich filmen bzw. Bilder aufnehmen kann. Hier an der Oberseite sehe ich nochmal den entsprechenden HDMI-Eingang und hier die Stromversorgung. Ja, eins von den 4 neuen Modellen aus dem Pad-Bereich, was wir heute auf der CeBIT vorstellen, ist der iPad Transformer. Warum Transformer? Und zwar, hier scheint es ein reines normales Netbook zu sein, aber ich kann das Gerät wirklich transformieren sozusagen, indem ich hier über einen Schiebeschalter die Verriegelung löse, den Bildschirm abnehme und habe dann ein ca. 700 Gramm leichtes Pad in der Hand. Ich habe hier als Basis einen Tegra 2 Prozessor drin, ich habe eine Android
3.0 Oberfläche, also Honeycomb, optimiert auf den Einsatz bei Pads. Ich habe eine Kamera integriert vorne fürs Chatten. Ich habe eine Kamera integriert auf der Rückseite, die im Übrigen ja eine Beschichtung, eine besonders unempfindliche Beschichtung hat, sodass ich auch keine Fingerabdrücke auf dem Gerät sehe, was natürlich sehr wichtig ist für mobile Anwendungen. Ich habe auch hier wiederum die entsprechenden Bedienungsschalter. Unten sehe ich einen den Stromanschluss und entsprechende USB-Schnittstellen und auf der anderen Seite hier nochmal den HDMI-Kopfhörer und einen entsprechenden Kartenslot. Und wenn ich das ganze Gerät in der Einzelanwendung benutze, habe ich eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden. Wenn ich das Gerät allerdings inklusive der Docking-Möglichkeit benutze, ich kann es hier ganz einfach reinbringen, das rastet dann ordentlich ein und dann habe ich es wirklich in einem Guss sozusagen. In der Docking liegt auch nochmal ein weiterer Akku, mit dem kann ich das Gerät oder die Akkulaufzeit des Gerätes verdoppeln und komme somit dann auf bis zu 16 Stunden. Wenn ich es jetzt einmal zuklappe, dann sehe ich vom Formfaktor her, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich zu einem ganz herkömmlichen, normalen EPC, zu einem normalen Netbook. Ja, von den vier Geräten, die wir hier auf der CeBIT vorstellen, von den vier Pad- bzw. Tablet-Lösungen, ist das der kleinste, aber auch der hat es in sich. Hier ist ein Qualcomm-Prozessor verarbeitet oder integriert. Es wird auch eine Android 3.0 Oberfläche sein, die wir heute hier leider noch nicht sehen. Diese Bedienleiste hier unten, die wird dann verschwinden entsprechend mit Android 3.0. Was ganz schön ist, diese 7 Zoll Diagonale erlaubt es wirklich, dass ich dieses Gerät in meine Sakko-Tasche stecken kann und es wirklich jederzeit bei mir habe. Wenn also mir das Smartphone einen zu geringen Bildschirm bietet, wäre das wirklich die richtige Möglichkeit, um das Internetbrowsing. Sie sehen auch hier einen G-Sensor natürlich enthalten, der das Gerät, der das Bild entsprechend mitdreht. Ich habe auch hier entsprechende Anschlüsse vorhanden, hier entsprechend SIM-Card und Card-Reader, hier eine USB-Schnittstelle und ein Mini-HDMI und hier dann nochmal Bedienelemente. Hier unten enthalten ist ein Stift, den ich verwenden kann. Wenn ich also nicht nur mit den Fingern arbeiten will, sondern zum Beispiel etwas malen will und dieser Stift ist druckempfindlich, wenn ich hier malen will, zum Beispiel je nachdem wie stark ich drücke, desto stärker und dicker wird dann letztlich die Wiedergabe. So. Und dieses Gerät wird dann auch mit UMTS kommen, das heißt, ich werde damit auch telefonieren können. Aber man kann sich sicherlich vorstellen, dass so ein 7 Zoll großes Gerät am Ohr nicht besonders attraktiv ist, auch wenn es funktionieren würde. Und aus dem Grunde gibt es hier ein Zubehörteil, nämlich ein kleines, ja, sogenanntes Mimic. Und mit diesem Gerät kann ich dann telefonieren. Das große habe ich dann entweder einfach in der Tasche oder auf meinem Tisch liegen. Und das kleine kann ich wirklich verwenden, es mir ans Ohr halten und dann ganz normal damit telefonieren, also damit die perfekte Ergänzung zu dem Gerät. Und wenn ich Videoconferencing betreiben will, ist hier natürlich auch eine kleine Kamera integriert, gleichfalls wie auch eine Kamera auf der Rückseite vorhanden ist, sodass ich da also wirklich auch Bilder mitmachen kann.